ja nicht so schlimm aus mit einer Lederhose. Aua, aua! Fragen, Leute, schaut mal, ich hab ohne Dings. Weißt du, wie kriegst du das Ding? Kannst du dein Lass doch mal endlich! Wie soll ich mit dir telefonieren, wenn ich hier gar kein Netz habe auf WhatsApp? Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Tamino ist schon hier. Und was? Eine Plastikschale. Eine Plastikschale. Junge, du weißt doch jetzt mal langsam, wo wir meine Sachen sind. Ja. Weiter oben. Schaut mal, wer noch hier ist. Auf jeden Fall, Ich mag mir das Hähnchen hier drin. Ich wollte den Vlog eigentlich... Ja, Tamino fängt jetzt hier an für uns zu kochen. Heute ist Montag, wir lassen das hier, um mit mir Sachen auszuziehen. Guck mal, wie sie immer lächelt. Tamino sieht nämlich aus wie ein UFW. Was? Melle, ich lasse das noch hier drin. Oh, ja. Melissa und ich sortieren heute Klamotten für mich aus. Ich habe da hinten meine ganze Wäsche hingeklatscht, die frisch gewaschen ist. Wenn du jetzt deinen Blog weitermachst. Was denn? Meine Mama, die will ihren Kuchendeckel zurück. Mhm. Ich wollte nicht. Ich will den nicht haben, du hast den letztes Mal nicht mitgenommen. Was war denn da? Was in die Waschmaschine schmeißt? Tamino hat geguckt. Wir gucken da hinten. Im Einkaufszimmer, Leute, ich habe noch nicht mitgefilmt, weil wir haben erstmal sortiert. Kann sein, dass wir noch Salz brauchen. Ja, wollte ich gerade fragen. Leute, schaut mal, ich habe ohne Dings. Leute, Bonn. Oh, mein Eistee. Leute, ich muss jetzt schon probieren. Der ist immer unhöflich. Darf ich, Melissa? Nee, ich schon mir Wasser. Guten Appetit, Leute! Guten. Leute, Melissa, hier, Tamino guckt zu. Leute, ich hab gar keinen Bock. Wir haben gerade gegessen, wir gehen jetzt hier die ganzen Sachen durch. Das ist mit zum Verkaufen. Oh, zeig mal das. Das ist voll süß. Ziemlich süß mit einer Jeans. Oh, ich sag zwar alle mit einer Jeans, aber das sind so Sachen, die sehen mit Jeans einfach richtig schön aus. Das ist voll schön, die Farben richtig toll. Leute, hier sieht's aus, ne? Das wird auf jeden Fall schon alles, das aussortiert. Melissa guckt nachher den Korb noch durch, was sie davon behalten will. Tamino kann halt nichts anziehen. Zum Schluss durch. Das ist süß. Das ist ja richtig, das ist aber unten. Warum ist da unten so viel Platz? Gibt's bei Ikea goldene Kleiderbügel. Oder Amazon oder ja, so. Ja, ich weiß, aber weil dann hätte ich vielleicht noch zu Ikea heute gefahren. Für eine Stange. Stange und du brauchst noch... Liefern die das heute? Wieso holst du nicht einfach bei Ikea diese 1,50 Euro Kleiderbügel, die schwarzen? Ich will goldene. Ja, dann lass Ikea. Wollen wir nachher noch zu Ikea fahren? Nee. Der ist so verhalten! Ich habe wirklich noch so viele alte Sachen. Noch ein Bandana. Schaut mal, Melissa, hier ist Helping Hand. Tamina. Das hier? Das ist toll. Das da. Du siehst gut aus. Ja, Designer lass. Ziehst du es an? Wann hattest du es zuletzt an? Hattest du es dieses Jahr an? Nein. Hattest du es letztes so Jahr Mama an? Nein. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich es doch mal anziehen noch will. Das ist ja hier gerade wie Online-Shopping. Ich leg's erstmal hier rein. So, ich heirate heute. Warte. Und jetzt? Sie wie Braut küssen. Ja, er muss. Zeig mal. Das wird so ein neuer Sticker, Junge. Oder? Das kommt zu Tops. Und so bei Action. Ey, dann fahren wir noch zur Action. Ja, so. Ich wollte eigentlich nichts tun. Ich habe gerade gesagt, ich habe den hässlichsten Blazer. Irgendwie sieht der aber... Irgendwie sieht der gar nicht so schlimm aus mit einer Lederhose. Mit einer Jeans. Nee, Melissa, du siehst aus wie aus... Oh mein Gott. Die denken, ich bin irgendwie... Aber jetzt haben wir einen freien Kleider... Kleider... Gut, ein mehr. Du gehst für mich arbeiten, du kannst auch das Trinkgeld behalten dann. Ja, also, wenn du es nicht anziehst. Oh, es filmt ja! Und ich renne mit meinem Gesicht hier, ich sehe das gerade. Zack. Seit wir das erste Mal hier. Wie ich aussehe! Als hättest du eine Glatze. Das erste Mal, seit ich hier wohne, ist Tamino in meinem Bett, weil ich es eh frisch beziehe. Das stimmt nicht, ich habe hier ein paar Mal einmal geschlafen. Stimmt. Alter, wir hatten ja eine Übernachtungsparty und die hat mich nachts angeglotzt. Das stimmt! Ja, ich habe geschlafen, Leute. Und ich bin nachts wach geworden. Ich hab es nicht gemerkt. Ich mach meine Augen auf, halt mal an, so. Ich hab es, ich, keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Und die hat nicht weggeguckt, ich war so. Ich hab Angst gehabt. Mach die ab! Halt Abstand. Fass mich nicht an mit deinen Griffeln. Ew! Tamino, hör auf! Tamino, das ist eklig. Wer bin ich? Du. Nein, du. Tamino! Ja! What is this?
crazy. What? Vergamos the Frank turn? Google mal bitte, wie lange der Action offen hat. Is this a strawberry? No, I can't believe this. Digga, wie liegst denn du da? Hast du einen Fake denn im Nacken? Ich poste das nicht. Hier, mit langen ab! Junge. Ah, es geht hier auch! Ah. Tamino liegt einmal in meinem... Ah! Aua! Tamino, du solltest googeln, wie lang der... Der Temo. Leute... Du hast auch keinen Reißverschluss mehr an der Jacke. Das ist kaputt. Ey, ja, liegt doch Adresse. Plus 20. Haben wir ja noch eineinhalb Stündchen. Ja, wir müssen ja aber auch noch da waren. Was? Wir fahren gleich. 6 Minuten. Ja, aber wir müssen ja auch noch da sein. Wir können ja nicht 20 Uhr da auftauchen. Boah, das ist so ein Mundgeruch. Hab ich gar nicht. Hast du wirklich? Doch. Du machst so. Der versteckt sich hinter mir. Maus, du brauchst dich nicht schämen. You don't have to shame yourself. Was heißt shame? Shame. You are fucking shame. Nein. Gib's doch zu, du liegst an das letzte Wrack. Du so kennst du mich. Wenn Leute so liegen. Mit glatten Haaren fühle ich mich echt nicht so wohl. Chewie. Ich kann Kopf schon. Mach mal. Kannst du es auch? Nein. Oha! Oha! Warum weißt du, wie das aussah? Aua, aua! Ja, ich auch aua! Ich hab mich nicht mehr gehört. Ich hab mich nicht mehr gehört. Ich hab Neuer Tag, Leute. Ich filme gerade mit meinem Handy, weil meine Kamera lädt, weil ich fahre gleich zu Nike. Ich habe heute noch nicht gefilmt. Ihr seht, wie dunkel es ist. Einfach draußen hat schon geregnet, wird es gleich wieder regnen. Es ist super dunkel. Ich habe mir gerade Mittagessen gemacht. Ich habe mir so einen Salat mit Burrata gemacht und esse dazu jetzt so ein bisschen so Pita-Brot. Und schneide dabei meinen Vlog. Ihr steht jetzt gerade am Laptop. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz updaten. Ich habe mich gerade geschminkt, wie man sehen kann. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich muss zu Nike und wir gehen dann mit den Hundis spazieren. Dann bin ich heute mit ihr und heute Abend mit Tamino und Tanja. Aber ja, ich habe jetzt noch nicht viel gefilmt, weil meine Kamera war leer und ich habe heute voll verpennt. Hatte heute Morgen ein paar Anrufe, Leute. Ihr bekommt den Tee noch, ihr bekommt den Tee noch. Aber ich esse jetzt erstmal und dann fahre ich mal zu Nike, weil ich muss mich ein bisschen beeilen. Ratet mal, wer wieder im Stau steht bei Nike. It's me again and my auto is auf Automatik, also auf Start-Stopp-Automatik und ich chille hier. Und nicht mal meine Musik läuft, weil ich in diesem Waldstück hier kein Netz habe. Ich würde so gerne jetzt hier mein TikTok posten, ich habe nicht mal Internet dafür. Richtig gut auch. Ja, ich kann hier gar nichts machen. Ich kann mit euch reden. Ich weiß gar nicht, worüber. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben auch Nala dabei. Wir gehen gleich direkt spazieren mit den Hunden. Ah, übrigens, ich habe gestern, ich war noch mit Tamino bei Action. Wir haben solche Teile geholt, die, warum bin ich so nah? Wir haben so Teile hier geholt, und zwar die hier. So Vakuumdinger. Die hat mir Melissa empfohlen. Da kann ich meine Bettwäsche, weil ich habe ja noch so andere Bettwäsche, kann ich da reintun. Und dann nimmt es nicht so viel Platz am Kleiderschrank weg. Leute. Ja. Die gibt es bei Action auf jeden Fall. Airtight and watertight. Das ist sehr gut. Ja, das verstaue ich da drin. Ich weiß nicht, ob das... Ach so, ein Medium, ein Large. Ja, jetzt macht das auch Sinn, weil ich habe die ganze Zeit nach anderen Größen, Leute. Ich habe die Verpackung nicht gesehen. Auf jeden Fall, damit habe ich dann mehr Stauraum in meinem Schrank. Die hinter mir denken auch so, warte. Ich muss auf jeden Fall mein Auto auch mal aussaugen gehen. Das mache ich vielleicht morgen. Ich zeige euch jetzt einfach ein paar Lieblingslieder. Das ist hier meine Stelle für Carpool alleine, immer bei Nike. Also, jeder feiert den, seine Musik. Ich bin jetzt auf den Trichter gekommen. Und du bist like, ulala. Es geht weiter. Ja, und dann da. Sei nicht so undankbar. Oh mein Gott, ich muss Nike anrufen. Bist du da? Nee, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, ob du mir entgegenkommst, weil jetzt... Hörst du mich? Warte mal kurz, ich rufe auf WhatsApp an. Und ich habe hier kein Netz und sie will auf WhatsApp anrufen. Auch gut. Blonde Week like ulala. Wie soll ich mit dir telefonieren, wenn ich hier gar kein Netz habe auf WhatsApp? Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Ich so, warte, rufe ich auf WhatsApp an. Ja, perfekt. Das ist der komplette Fuchsruf.
Darf man so in die Stadt gehen? Ich denke schon. Wir treffen uns jetzt mit. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt hier Nala mit und fahren in die Stadt. Treffen uns noch mit Vitalia und Tamino. Wir haben jetzt schon 9 Uhr. Aber wir gehen mit denen noch einen Tee trinken. Und danach fahre ich nach Hause. Und die gefällt nach Hause, aber wir wollten nochmal rauskommen. Und ja, Leute, ich habe hier nicht so viel gefilmt. Wir haben die ganze Zeit geredet, wir waren voll lang spazieren. Man muss sich ja auch mal updaten hinter der Kamera, nicht? Es ist Donnerstag. Ich sitze im Auto. Mein Make-up heute ist eine 2 von 10, aber egal. Auf jeden Fall bin ich gerade, kann man das sehen? Bei Ikea. Und ich warte auf Melissa, weil ich wollte heute noch ein bisschen mitvloggen. Ich werde, wenn ich zu Hause bin, den Vlog direkt fertig schneiden. Aber wir wollen ein paar Sachen besorgen. Ich brauche Bretter für meinen Schrank. Ich brauche Kleiderbügel. Deswegen sind wir vor allem hier. Melissa will sich Zimtschnecken holen. Und wir dachten, wir gucken einfach mal, was es so im Ikea gibt. Und die Maus hat mir ja sogar angeboten, dass sie es einfach mitbringt, weil es liegt bei ihr auf dem Weg zu mir. Ikea. Ich war so, nee, das mache ich nicht. Also Melissa, die hätte mir das einfach mitgebracht, Leute. Die hätte das eingeladen, die hat das gekauft, die wäre zu mir gekommen und hätte mir die Bretter alles mitgebracht. Das ist crazy. Leute, schaut mal mit, wem ich hier bin. Melissa muss sich erst mal an YouTube gewöhnen. Was hast du für ein Tattoo da hinten? Eine 7. Ach so. Das ist in Lauras Handschrift. Süß. Hm? Warum war der Bordstein so noch? Parken. Üben wir noch mal. Also weiß, schwarz und Campus. Stimmt. Oh mein Gott. Und Flecken. Und Flecken. Und ich wäre sogar pünktlich gegeben. Ich habe nur 2 Pakete abgegeben. Als du angerufen hast, ja. Ich war so, wo ist dieses Retourenetikett? Jetzt habe ich noch ein scheiß Paket drin, weil ich es nicht gefunden habe. Und dann dachte, Junge, die flippt gleich. Ja, also. Oh, oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ich will unbedingt. Nee, eigentlich keinen Bock auf Hot Talk. Weißt du, wie das geht? Ja, einer unten drunter, einer oben drauf. 1 Euro, ja, besser geht doch nicht. Willst du? Ja, oder? Aber viele? Man. Nee, schon. Schon waren denn da. Ich habe ja das eigentliche Schulregel. Aber auch, aber ich habe ja, ich habe da ja nur die Boots drinne. Aber oben sind Sneaker. Weil ich weiß nicht, ob ich. War, hast du da Sneaker gesehen in dem Schrank? Ja, Chucks, Puma. Ja, komm, wir nehmen mal. Wollen wir 5, 6, 7? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt vielleicht 4 mitgenommen. 1, 2, 3, 4. Das ist 5. Oh, Mausi, wie süß ist das? Guck mal da. Ey, guck mal, du bringst einmal irgendwann dein Kind so ins Bett. Ich heul doch. Guck mal, wie klein der ist. Melle. Einfach, man war mal so groß oder ja, klein. Einfach, ich war im Bauch. Passt sie bei mir auch hin? Ja, bei dir ist alles weiß und braun. Natürlich passt. Aber findest du das schön? Ich finde das auch. Hier gibt es eigentlich auch eine mit Herzen. Die mit weiß oder rosa Herzen? Mit rosa Herzen? Aber die mit rosa Herzen ist für Kinderdecken. Ja, ich habe die mit rot und die ist so weich. Die wo ist so diese. Gibt es die hier noch? Naja. Die hat so diese. So. Ja, diesen weichen. Aber die ist schon süß, die rosa, ne? Ich finde die hier auch süß, aber das ist so eine nicht schöne Farbe. Aber da unten. Ah, nee, das sind die. Ah, nee. Kein Lieferantentermin. Ach man, ich nehme auch die. Türkis ist auch schön, aber das passt gar nicht. Aber das, der Stoff ist geil, so für den Sommer, weil der schön kühl ist. Ja, hast du mal auf die Temperaturen geguckt? Ja. Nee, sowas finde ich nicht so schön. Oh mein Gott, das passt doch zu mir. Melle. Melle. Schau mal, ich finde die hat auch so einen geilen. Oh, weißt du, was für ein schöner Stoff? Oh mein Gott. Melissa, passt die in mein Bett? Ja. Aber das ist dunkler. Aber das finde ich nicht schlimm. Das ist mir zu gelblich. Und die hier? So schön braun. Die sieht so hotelmäßig aus, so fühlt die sich auch an. Finde ich das schöner. Ja, das ist wirklich, oh, die ist auch schön. Vor allem, guck mal, das Kissen, wie schön das aussieht. Okay, warte mal. Soll ich die nehmen? Welche Größe hast du vom Bettdecken? 1,80 mal 1 Meter. Es gibt ja gar nichts mehr. Nur hier unten. Welche Größe ist die? 2 Meter für, ja. Ich finde so dunkel eigentlich auch richtig schön, aber das passt wirklich nicht. Also das finde ich auch zu dunkel. Das ist so toll. Ja, der Stoff sieht richtig. Gibt's auch nicht die du mir gezeigt hast? Die hier gibt's doch. Das ist 1,40 mal 2. 1,55 mal 2,20. Nee, hier. Das ist 1,55 mal 2,20. Aber das ist nicht meine Größe. Was hast du denn? 1,80 oder nicht? Nee, ich habe 2 Meter mal 1,55 mal 2,20? Nee, ich habe nicht 2,20, ich habe 2 Meter. Eine Bettdecke? Ja. Länge. Die geht gerade über mich. 1,40 mal 2. Ja, dann habe ich das. Das ist doch ungefähr die Farbe von meinem Bett, oder? Dein Bett ist doch so wollweiß. Mein Bett ist so cremeweiß. So mäßig, nee, nicht wie mein Pulli. So? Ja, das sieht schon schön aus, gell? Ich finde es richtig schön, so für den Herbst und so. Und du hast ja auch braune Möbel und mit dem goldenen Spiegel. Stimmt, okay, wenn das mich überredet. Das passt doch. Hast du eine normale Bettdecke? Ja, ich habe eine normale Bettdecke.
Weil ich habe eine für den Winter zum Beispiel für zwei Personen. Ich habe auch zwei Decken. Aber nein. Ich habe jetzt... Ach so, nein, ich habe eine normale Größe für eine Decke. Ja. Du weißt doch, wie es aussieht bei mir. Ja, ich habe mir deine Decke noch nie angeguckt. Wegen unserer Liste, weißt du... Was ich gesehen habe, was ich richtig cool finde, kennst du diese Teppich selber neu selber machen? Ja. Es gibt so einen Workshop, das lass machen. Da kann man so einen kleinen Teppich selber machen. Ich fand das richtig toll. Ja, ja, toll. Hier da. Da? Nee. Nein, die kosten 1 Euro oder 1,50. Ja, das sieht schon mal gut aus hier mit den Kleiderbügeln, nicht? Wir haben's. We got everything we needed. Keine Ahnung. Niemand weiß, was er redet. Fällt eh alles runter. Wir sind zu Hause, Leute, schaut mal. Wir haben einfach jetzt dieses Vakuum-Ding gemacht. Melissa hat das gerade gemacht. Ich war nämlich an dem Auto und habe einen Kühlschrauber geholt. Auf jeden Fall, da sind jetzt wie viele Kissen drin? Drei Kissen drin. Meine Tagesdecke, die ich nicht mehr will, weil ich die andere habe. Und ich dachte nämlich am Anfang erst, da passen nur so, weil da steht vier Pullis und zwei Decken. Und da war ich so, okay, gut. Das ist crazy. Das kann ich gar nicht hochkommen. Das ist auch schwer, gell? Haben wir noch, wollen wir die andere noch machen, diese andere Decke? Diese, da war doch eine richtige Decke noch, oder? Das ist da drin? Ja. Was? Ich dachte nur Kissen. Nein, ich habe alles, was unten im Schrank war, schon reingemacht. Wir sind jetzt hier im Ankleidezimmer. Ich muss jetzt schnell meinen Vlog fertig schneiden, sonst kommt er heute nämlich nicht mehr online. Melissa ist schon fleißig. Man denkt einfach, ich habe dich angestellt. Ey, guck mal, die Arme. Schön. Zeig mal. Oh, meine Kamera schmiert gleich ab. Warte, ich guck. Wartet. Sieht wirklich voll. Hey. Auch mit Guck, deswegen wollte ich goldene Bügel, weil das sieht so schön aus. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Vlog. Wir hoffen sehr, oder ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und bis dahin wünschen Melissa und ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Bye.